In IHK-TV geht es jetzt um das Thema Weiterbildung und dazu ist bei mir im Interview Katharina Kunzelmann, die Prokuristin hier im Unternehmen. Frau Kunzelmann, wie sieht denn Ihre berufliche Karriere bis zu diesem Zeitpunkt aus? Ja, ich habe mich nach meinem Abitur entschieden für ein duales Studium zur Handelsfachwirtin. Da habe ich die Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskauffrau mitgemacht und meinen Ausbilderschein und habe dann 2 Jahre nach meinem Abschluss mich entschieden, noch den Betriebswirt obendrauf zu setzen. Genau, und das ist jetzt so der aktuelle Stand. Wie war denn für Sie diese Zeit zu arbeiten und nebenher noch Weiterbildungen in Anspruch zu nehmen? Also es war immer eine sehr interessante Zeit. Man muss ehrlicherweise auch sagen, es ist oft sehr anstrengend, weil man hat ja seine 40 Stunden plus die Weiterbildung obendrauf. Deswegen finde ich, geht es immer in zwei Richtungen eigentlich. Natürlich die fachliche Weiterbildung, die Themen, die man wirklich lernt, und aber auch die persönliche, so im Bereich Zeitmanagement und Stresstoleranz lernt man da auch ganz schön dazu. Also die Frage, mache ich eine akademische Ausbildung oder mache ich eine duale Berufsausbildung und ergänze das mit Weiterbildungen, die stellen sich natürlich viele. Ja, das Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln hat genau diese Frage in einer Studie analysiert, den Vergleich zwischen Akademikern und Absolventen einer Fortbildungsprüfung. Und da kommt raus, dass die Absolventen einer Fortbildungsprüfung auf Augenhöhe mit Akademikern sind in puncto Personalverantwortung, Karrieremöglichkeit und auch Verdienstmöglichkeit.